Moin Leute und willkommen zu Dota Underlords mit mir, Sateklon. Und ja, heute mal Dota anstatt PUBG, weil ich dachte, dass das mal so ein guter Wechsel ist, vor allem weil dann ja schon eine Weile kein Dota mehr gekommen ist. Aber wir starten dann auch direkt in die Runde und ich hoffe, ich finde eine gute Kombi diesmal. Die letzten Folgen liefen ja echt gut für mich. Das ist natürlich nicht immer so und ja, vielleicht habe ich auch mal eine schlechte Runde. Mal schauen. So, ich denke, ich gehe mal heute auf meine absolute Favoritenkombi. Ich weiß nicht, ob sie immer noch so stark ist. Es gab ja Updates, also kann es sein, dass es das schon längst überholt ist, aber das werde ich ja sehen, ne? Also so die OP-Kombi ist es nicht, aber ich mag sie sehr gern. Irgendwie hat sie es angetan. Mein Ziel ist so eine Magier-Ritter-Kombi. Also mal schauen, ob das funktioniert, aber das ist so der Plan. Also es ist so Magier-Ritter, Hexenmeister, blutgebunden, ne? Also da ist irgendwie sehr viel mit bei, aber gerade das macht es auch so, ja, angenehm, würde ich sagen. So, erstmal Angriffstempo erhöht für den Magier, damit er schneller seine Ult kriegt, ne? Das ist halt super gut, wenn er halt schnell jemanden heilen kann oder den Gegner einfach komplett, ne? Du bist jetzt tot. Das ist halt schon, ist schon krass. So, und jetzt haben wir schon mal den blutgebundenen Bonus und das sehr, sehr früh. Und ja, das ist schon mal echt gut, weil wenn einer stirbt, ne, bringt es halt einen extremen Buff für den anderen. Und ja, so wirklich geht da keiner drauf, was ich vorhab. Also, ich habe es jetzt nicht so wirklich gesehen. Und das ist schon mal gut. So, das nächste Item. Ja, Magieresistenz wäre, glaube ich, was Interessantes. Aber Angriffsschaden, was ist für unseren Ogre wichtiger? Das ist jetzt die Frage. Na, ja, der Umhang, Angriffsschaden, komm. Was soll der Geiz? Und da haben wir dann auch gleich einen zweiten Ogre-Magier. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Ich freue mich. So, okay. Hat er auch einen, oh hi Mark, hat er auch so ein Dingens? Nee, hat er nicht. Er hat keinen Druiden-Buff, aber er geht trotzdem drauf. Finde ich gut. Einfach so aus dem Bauch heraus entscheiden, das mache ich ja auch. Darf nur der Darm nicht bei rausgucken. Ah, Ziel hat minus 3 Rüstung. Also es ist irgendwie... Also der Beschwörungsstein und Ziel hat 3 Rüstung. Also das ist halt beides nicht toll, aber gut. Was willst du machen? Jetzt brauchen wir irgendwie alles nicht, ne? Aber wir müssen auch nicht auf 4 Einheiten gehen, also kann ich das Geld jetzt noch sparen. Ja, andere sind dann natürlich wahrscheinlich, oh ja, Level 2 Axt, okay, alles klar. Weißt du direkt Bescheid? Ja, es gibt ein paar Leute, die auf kleiner gehen und auf Druiden. Also, ich glaube, jeweils zweimal gibt es das. Wird interessant. Oh, das sind wir hier. Da sind wir. Und ja, das ist eine klare Niederlage. Allein weil, ja, zwei Tier, zwei Einheiten. Also, was soll ich da denn machen? So, ne? Ich hab nicht mal eine. Oh, Mann. Das sind 5 Schaden, ey. Ui. Eieieiei. Ich habe gar kein Glück mit den Einheiten momentan. Ich stelle jetzt einfach irgendwas drauf. In der Hoffnung, das reicht jetzt erstmal. Ich weiß, dass ich eine Einheit zu wenig habe, aber ihr seht es jetzt an anderen meines Goldes. Also ich musste ein paar Mal rerollen. Das war nicht so gut, aber musste sein, so, ne? Also ich kann nicht die ganze Zeit in der Kombi da bleiben. Aber ja, auch das wird dann eine Niederlage. Das heißt aber noch lange nichts, ne? Das hatte ich ja bei den anderen Runden auch am Anfang immer ein bisschen verloren. Ist auch, denke ich, gar nicht so schlimm. Wenn du Pechsträhnen hast, kriegst du dadurch auch Geld. Man darf nur nicht so viele Lebenspunkte verlieren, aber genau das tue ich gerade. Bisschen ärgerlich, aber hey. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen mehr Glück mit den Einheiten. Ja, immerhin. Ja, der Ogre-Magier, der rettet mich so ein bisschen. Ja,
gut, machen wir das eher so. So. Ja, Angriffsschaden darauf. Ja, Königin der Pein brauche ich nicht. Hexendoktor wäre noch interessant. Ab wann gilt der Trollbonus? Okay, alles klar. So, jetzt wurde irgendwer random runtergenommen. Das war dann dadurch dann zu langsam. Aber ist auch nicht so schlimm. So, jetzt mach deinen geilen Totenschädel. Oder eher Kokosnuss. Gut. Jawohl. Ich meine, es wird immer noch eine Niederlage, leider, leider. Aber naja, er hat seinen Job ein bisschen gemacht, wenigstens. So. Aber jetzt müssen wir so, dank dieser Umrandung, so eine. Jetzt müsste ich so eine Niederlagenserie haben. Also vorher hat das hier so mal ein bisschen so gewellt und so ein bisschen geschimmert und so. Also nicht geflammt, also nicht diese Flamme so, sondern das andere. Das war irgendwie auch übersichtlicher. Und jetzt haben die hier oben. Ich habe es ja schon jetzt ein paar Mal erwähnt, aber ja, mich fuchst das dann doch ein bisschen. Oh. Ja, der Schattenschamane, das wäre noch interessant, aber ich denke, der Fledermausreiter wäre noch mal besser. Obwohl, ich weiß jetzt nicht, ich kann ja mal gucken, ob den jemand hat. Ich sehe es jetzt auf Anhieb nicht. Ich weiß auch jetzt gar nicht so aus dem Kopf das Symbol vom Fledermausreiter. Ich hoffe einfach, wenn ich ihn sehe, dann weiß ich, dass er es ist. Ah doch, da ist einer. Naja. Oh, wir haben es verloren gegen Trigger. Ja, getriggert bin ich jetzt nicht, aber hey. Ja, Vanessa hat meine Armee abgewehrt. Ja, gut, ist ja auch. Die hat ja auch 5 Einheiten, ich 4. Ja, das ist ein entscheidender Unterschied. Und Vanessa hat 2 Tier 2 Einheiten, also. Und Vanessa hat auch den Fledermausreiter. Okay, dann ist es nicht der Troll, worauf wir gehen wollen. Also jedenfalls will ich das nicht. So. Ja, ich denke, so Level Up kann ich schaden für die Kristallmaid. Ja, stellen wir die mal ein bisschen zurück, würde ich sagen. Ne? Ja, mal schauen. Also so ein Chaos Knight und die Kristallmaid, die Magierin, das wäre ganz wichtig, wenn die auf 2 wären, aber ja, dann kriege ich so eine Ohai-Mark-Sache, ne? Ja, dankeschön. Für nichts. So, ja, heil sie. Oh, das ist aber, der Effekt geht nicht lang, ne? Ja, aber immerhin etwas. Ja, das wird dann doch eine Niederlage, denke ich. Ah, schwierig. Mach den kleinen Baum weg. Ah ja, doch, das wird... Ja, er könnte den jetzt ein bisschen stunnen. Ja, er stunnt den. Ah, reicht das? Ah, es reicht... Ja, es reicht nicht, glaube ich. Es ist Tier 2, also... Ja, war klar, aber knapp. Immerhin knapp. Ja, gegen Ohai Mark. So, Gamble Time. Disruptor. Und das wäre dann mit dem Schaman so eine Sache, ne? Aber dann müsste ich den Elementartypen. Ist aber nicht schlimm, wenn ich auf Razor gehe. Okay, das wäre eine Idee. Ja, das wäre eine Idee, definitiv. Geht da irgendjemand drauf? Auf Schaman und so. Sieht nicht so aus, ne? Sieht nicht so aus. Trigger? Zertikon? Ich bin aus der Welt. Haha. Gut, sieht nicht so aus, als wenn da irgendjemand rumgeht. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, töte Klein doch. Mach den doch weg. Ach Gott. Das sind viel mehr Lebenspunkte, die ich verloren habe, als es hätte sein müssen. Aber jetzt bin ich knapp oder genau auf 70. Also immerhin. Immerhin. Gut, da ist jetzt nichts mehr, was ich brauche. Aber ich würde dann das Level abnehmen, um wenigstens den Disruptor reinzustellen. So. Ja, und jetzt mal schauen. Und ja, wie man schon merkt, ich habe mich ein bisschen oder sehr stark entfernt von dem, was ich eigentlich machen wollte. Aber das ist, denke ich, auch
was Gutes, wenn man sich halt so dem Einheitenpool, was man bekommt, so ein bisschen anpasst. Also wie gesagt, ich wollte ja erst auf Magier, Ritter und Menschen gehen, so. Aber ja, das ne, lohnt sich einfach irgendwie nicht. So. Weil bis das wirkt, dauert es halt. Ne? Also es, man hat Runden, wo das dann sofort funktioniert. Da kriegst du dann sofort deine Kristallmagier, Kristallmagier und bla und blub. Und fertig. Aber das ist jetzt momentan absolut nicht so das Ding. Ne? Okay, wenn du einen Kampf gewinnst, bla bla bla. Also das ist dieser Effekt, den ich irgendwie mag. Mana von Angriffen, das wäre nochmal was. Ja, es wäre was Gutes für Disruptor im Prinzip. Damit er so schnell sein AOE macht. So, gerade wenn so dieses Pulk entsteht. Omni-Ritter würde ich definitiv mitnehmen. Der kann dann in der Mitte stehen. Und der Rest besteht dann einmal so aus anderen Sachen. Das heißt, das kann auch sein, dass ich die Kristallmaid dann rausnehme. Wegen Razor, obwohl sie gibt mir den Mensch. Das ist jetzt noch eine Frage, ne? Razor könnte ich auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Da brauche ich aber noch den Schaman. Also, eins, zwei, drei. Es könnte passen. Es könnte passen. Oh, da, der Oheimer geht auch auf den Disruptor. Ja. Bleib doch bei deinen Druiden und leichtfüßig. Wozu brauchst du den Disruptor? Du brauchst ihn ja. Ich brauche ihn viel, viel dringender als du. Na, wie sieht's auf seinem Feld aus? Da sind wir ja scheinbar ja auch gerade. Da habe ich deutlich gewonnen. Deutlich. Okay. Ja, bei mir ist es halt nicht so deutlich gegen Oheimark. Ja. Töte ihn einfach, jawohl. Jetzt nur noch diese zwei Minions und dann. Nur noch. Ja, gut. Habe ich wohl gewonnen. Wahrscheinlich war die Zeit vorbei. Ich habe nicht drauf geachtet. Da wäre der Plasmawächter. So, ich habe jetzt 6 Einheiten. Die 2 wären 8. Der Schamane. Wäre der 9. Und Razor den 10. Ja, also in der Theorie passt das. In der Theorie passt das. Ja, ich müsste nicht mal unbedingt stark auf Razor gehen. Ich könnte ja auch Enigma holen, ne? Der hat ja auch Elementar. Und dafür dann macht er den Hexenmeister-Bonus voll. Also dann kann ich mir entscheiden, will ich jetzt den Hexenmeister-Bonus oder will ich jetzt den Magier-Bonus. Ei. Enigma ist aber halt eine Stufe 5, oder ist das, meine ich? Stufe 5 müsste es sein. Wo ist Enigma? Nee. Helden. Allianzen. Nee, das. Ach, alles ein bisschen doof. Egal. Haben sie scheinbar geändert ein bisschen. So. Ja, nee. Ja, Ogermagier. Immerhin, da wäre der Schamane. Da wäre der Schamane, den ich. Ja, es ist halt schwer, ne? Also es dauert ein bisschen, bis die Kombi steht. Aber wenn sie steht, dann, wenn ich hinkomme, dann. Ja, dann ist gut. So. Klopft sie zu 3. Ja, ich brauche unbedingt den Omni-Ritter drin, damit er tankt noch. Also so brechen sie viel zu schnell durch. Das heißt, ich gehe gleich richtig hart aufs Level ab. Ich habe aber kaum die finanziellen Mittel dafür, ne? Ach, aber ich muss aufs Level abgehen. Damit ich was zum Tanken habe, damit der Bereich hier unten wirken kann. Ah. Machen wir das mal so. Ja, Razor, ne? Das wäre eine Idee.
Entweder Razor, aber ich brauche ihn gar nicht holen, weil bisher brauche ich ihn halt nicht. Ich denke, ich spare einfach mal, damit ich hart aufs Level abgehen kann. Weil jetzt kommt noch ein Kampf, danach eine Bot-Runde. Da kann ich ein bisschen sparen. Ja, Red Star und der Russe auf 1. Also die beiden oberen Plätze da. Oh, da mache ich nichts. Oh, hi, Mark. Er hat jetzt seinen Baum auf 3. Ist klar, ey. Baumgart auf 3. Danke dafür. Ich sag mal so, also letztens habe ich ihn auf sein Feld ja extrem platt gemacht, aber nicht mal im Ansatz. Da, oh, ich höre schon den Damage. Oh, das war viel. Wie viel war es? Kommt die Nachricht nochmal rein? Ja, sehe ich jetzt leider nicht mehr. Ah, es war viel Damage. Waren es 10 Damage oder mehr? Irgendwie so. Krass. Aber jetzt kommt gleich erstmal danach die Bot-Runde. Und das ist für mich ja schon mal gut zu wissen. Der Bürger mal hier. Ja. Ja, ich warte jetzt erstmal die Bot-Runde ab und dann hart aufs Level ab. Das ist der Plan. Ach, auch noch die Hunde. Oh, nee. Ja, gut, gegen die Hunde dann trotzdem gewonnen. Reduziert die Abklingzeit von Fähigkeiten. Das ist das Einzige, was ich überhaupt gebrauchen kann. Wessen Fähigkeit brauche ich denn so schnell? Eraser, ja, der Chaos Knight ist schon wichtig. Omni-Ritter, da ist er. Erstmal schön aufs Level abgehen. So, und dann steht er auch da drin. Ist ein Ritterbonus, immerhin. Und ein menschlicher Bonus. Der Menschenbonus bringt irgendwie sowas. Ja, okay. Ist mir jetzt nicht so wichtig, was er genau macht. Gegen Red Star. Oh ne, ist auch noch der Erste. Ja, dankeschön. Ja, er killt direkt meinen Disruptor. Er killt direkt meinen Hexenmeister. Ja, fast sofort meinen Hexendoktor. Er verliert nicht mal irgendwas. Das ist halt sowas von deutlich. Ei. Damage. Voll. Boah. Ist klar. Dankeschön. Gut, Plan. Nee, das war jetzt nicht die Idee. So, ja, so, 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 so. So, so. So. Vielleicht funktioniert's. Oh yeah. Mit mir. Ja, dann sperre ich den mir mal, ne? Ja, wäre das eine Idee? Ja, wäre eine Idee. Vanessa. Okay, Assassinen, Wild und Dämon. Okay, ich bin bereit. Vanessa? Naja, Artig. Ja. Ja. Ich will nur nicht viel Damage kriegen. Also, dass ich verliere, ist klar, aber nur nicht... Ach, verdammt. Das ist dann doch schon ganz schön deutlich. Ei. Bonus ist ja trotzdem drin, ne? Geil. So, so läuft das. So läuft das. So läuft das hoffentlich, weil der Hexenmeister-Bonus, der ist ja trotzdem drin. Dadurch, dass Disruptor drin ist. Und jetzt ein Plasma-Wächter auf 2. Hm, könnte funktionieren. Auch noch gegen Red Star. Ja, der schenkt mir doch jetzt richtig noch einen ein. Okay. Das verliere ich wieder, aber auch wieder so deutlich, ne? Ah. 13 Damage, ja, nee, ist klar. So, der Russe. Jawohl, der ist auf Platz 2. Und jetzt kann es abgehen. Damage kriegen, also das wäre schon irgendwie alles. Das wird aber 8 Damage.
Ja, schade, dann war es vorbei. Ja, gut, also das war dann doch schon ein bisschen abzusehen, weil ich einfach Pech hatte. Also ich hatte ja hier den Tausch gemacht gegen, ja, für den Hexenmeister-Bonus, der dann ja trotzdem funktioniert hat. Ja, wurde aber schlussendlich doch nichts. Also ihr habt es ja selber gesehen. Also ich hatte lange einfach nicht so wirklich eine greifende Kombi. Also ich habe eine, man sieht es ja hier, die finale Aufstellung. Es ist eine Kombi da, aber sie funktioniert nicht so ganz. Und ja, ich finde es nur interessant, dass ich ja halt von Anfang an gesagt habe, also es kann auch mal schlecht laufen und dann direkt bekomme ich halt eine Runde, die halt wirklich schlecht läuft. Es ist halt minimal belastend. Aber hey, vielleicht hat es euch ja trotzdem gefallen und ja, lasst gerne eine Bewertung da, lasst eine Meinung da. Vielleicht könnt ihr mich ein bisschen aufbauen. ja, wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Und ja, bis dahin und ciao.